Umweltbelohnungen entdecken wir ausschließlich durch das Verhalten des Hundes. Seine Emotionen und Bedürfnisse erkennen wir nur an seinem Verhalten. Wir müssen sehen, was ihn anzieht, was er attraktiv findet, was unwiderstehlich für ihn ist und was er haben möchte. Diese Verhalten und Dinge, die der Hund uns mit seinem Verhalten zeigt, können wir als Belohnungen nutzen. Aber Umweltbelohnungen können noch sehr viel mehr als Verhalten zu belohnen. Wir verbessern damit die Unterbrechbarkeit. Hier zum Beispiel das Thema Buddeln. Viele Hunde buddeln gerne. Da, wo sie buddeln dürfen, wo der Boden geeignet ist, wo später andere Tiere nicht zu Schaden kommen, ist es gut, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Aber wir sollten es jederzeit unterbrechen können, weil ausgiebiges Buddeln nicht besonders gesund ist für die Zehengelenke. Das Schöne ist, wenn wir zum Beispiel Buddeln als Umweltbelohnung einsetzen, und wir können das tun, weil es mit einem Signal verknüpft ist, verbessern wir tatsächlich die Unterbrechbarkeit. Und das Verhalten wird dadurch kontrollierbar. Das ist dieses Phänomen, das wir auch bei Menschen, nicht nur bei Kindern, auch tatsächlich bei erwachsenen Menschen beobachten können. Wenn etwas verboten ist, zu früh unterbrochen wird, negativ unterbrochen wird, dann wird es extrem wichtig. Und dann baut sich sehr viel Spannung auf und der ganze Fokus geht darauf hin, dass man das unbedingt haben oder tun möchte. In dem Moment, wo es erlaubt ist, ist es auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Und wenn es gar nicht mehr so wichtig ist, dann lässt sich dieses Verhalten sehr viel besser kontrollieren. Das war eines der ersten Aha-Erlebnisse, die mir persönlich das Arbeiten mit Umweltbelohnungen mit Hunden beschert hat. Umweltbelohnungen lassen mehr Erkundungsverhalten zu und führen damit zu einer Steigerung des sensorischen Input. Umweltbelohnungen aktivieren Verhalten, für die der Hund hochmotiviert ist und die aber oft zu kurz kommen, weil viele Hundehalter den Bedürfnissen ihres Hundes doch noch nicht so die Aufmerksamkeit schenken, die nötig wäre. Und natürlich können wir mit Umweltbelohnungen erwünschte Verhalten verstärken, aber nicht im Sinne von Nilef. Wir lassen den Hund nicht immer vorher Männchen und Purzelbaum machen, nur um unsere Macht auszuüben und ihm zu zeigen, dass er etwas erst leisten muss, bevor wir ihm etwas geben, sondern wir können damit ganz gezielt Verhalten, die uns wichtig sind, verstärken. Und ansonsten können wir Umweltbelohnungen als sensorisches Enrichment, als Verhaltensenrichment betrachten.